Wir machen hier den Cut. Ja, ich glaube, ich werde einen Cut gemacht haben und deswegen willkommen zurück zu Dave the Diver. Ja, etwas abruptes Ende der letzten Folge, aber hey. Du da! Jetzt kannst du nicht mehr entkommen. Gib auf! Heute Abend gibt es wohl Tintenfisch-Sashimi. Oh. Er entkommt doch, aber wir haben immer ein Artefakt hier rumfliegen. Oh nein, er ist wieder entkommen. Er ist so schnell. Ja, er scheint was fallen gelassen zu haben. Ich weiß nicht, ob er das fallen gelassen hat oder ob das hier schon drin lag, aber hey. Tintenfischarmband. Gut. Interessant, warum auch immer, ne? Aber ich beschwere mich nicht. I don't complain. Ich möchte nicht in die neue Region. Ich möchte da links die Muschel haben. Mein Gott. Schade. Aber hey. Was soll's, ne? Wie sagt man so schön? Man kann nicht alles haben. Aber man kann es versuchen. Gibt's hier vielleicht noch irgendwas versteckt? Nope. Sieht nicht danach aus. Da links ist noch eine Waffenkiste. Ah, Tranquilizer. Mmh. Ha. Eigentlich nicht. Ich möchte mich da doch lieber gegen große Fische verteidigen können. Zum Beispiel gegen diesen Dudi, ne? Aber erstmal ein bisschen wegschwimmen davon. Ich weiß, links müsste... Ja, da ist das Wrack. Wir können aber gucken, ob wir hier vielleicht noch irgendwo waffenmäßig was aufgreifen können. Nicht wirklich, schade. Ich hätte gehofft, dass da noch irgendwie was ist, aber hey. Auch keine Waffenkiste. Hm. Also keine zum Verbessern und so, ne? Okay, dann nehmen wir das schon mal mit. Ich switch gleich mal hier zum Ballern. Oh, nur 33, ey. Oh, gar keinen Schaden. Ah. Oh! Keine Muni mehr! Keine Muni mehr! Keine Muni mehr! Shit. Ah, 25. Und vergiftet. Okay. Er ist down. Und wir haben Katzenfutter gefunden. Ja, Prost Mahlzeit. Wir haben ja noch richtig Platz, ne? Oh, wobei, das 30 Kilo Haie im Gepäck. Kann ich irgendwas rausschmeißen? Versehentlich eingesammelte komische Quallen? Nicht wirklich. Ah, ja, nee, dann ist das halt jetzt unser Vibe. Also V-I-B-E, ne? Nicht W-E-I-B. Oh, ich habe mein Telefon nicht lautlos gestellt. Moment. Machen wir hier drin.
Wir switchen die Waffe, damit wir wieder Munition haben. Und dann geht's hier rein. Ich denke mal, dass hier dann irgendwo ein Mikrofon liegen müsste, oder nicht? Es hieß ja beim versunkenen Schiff. Also nehme ich an. Aber warte mal. Ich könnte mir auch hier schon mal die Muschel gönnen, oder? Ist das... Nee, ist gar keine Sauerstoffmuschel. Ich dachte, das hätte... Ja, es blubbert auch ein bisschen, ne? Aber nicht so viel, wie wir es brauchen. Okay, hier ist Munition. Das sieht auch aus wie ein Durchgang hier hinten. Aber Muni haben wir jetzt genug, ne? Ah, da ist das Mikro. Nice. Nur noch die Steinplatte. Sollen wir die in dem Tauchgang noch holen oder erst im nächsten? Wir müssen trotzdem mal gucken, was hier noch alles mittlerweile rumschwimmt. Salz. Ja, ich fände Miso jetzt eigentlich schon gerechtfertigt. Aber hey. Lass mal gucken, ob wir hier schon die ganzen Fische haben. Oh, falsch umgedreht. Oh. Wenn du mit Tastatur und Maus spielst, musst du einfach die Maus am Bildschirm irgendwie im Kreis drehen. Okay, es sind auf jeden Fall neue Fische. Der da oben ist tot. Den lassen wir da mal rumschweben. Alright. Aber haben wir dich auch angeschossen? Oh. Nicht sterben, ich möchte dich so haben. Atlantische Makrele, die kennen wir schon. Wir können gar nichts mehr aufheben. Gut, dann switchen wir dich um. Weh, du piekst mich. Irgendwie war auch noch Sauerstoff, oder? Ja, oh. Ich glaube, da machen wir aber das mit der Steintafel beim nächsten Tauchgang. Denn jetzt so lahmarschig da rumdüdeln. Auch nicht cool, ne? Selbst wenn wir den hier machen würden. Es ist schon lahm. Haben wir die Gelbflossen? Ich voll Idiot. Die Gelbflossenteile schon irgendwo mal gefangen? Müssen wir mal anders gucken. Scheiße, es sind Sauerstoff getriggert, ne? Das sind 115 oder so. Sauerstoff, die einfach flöten gehen. Ups. So hätten wir vielleicht auch noch rüberschwimmen können. Weil jetzt so nach 10 Minuten raus ist halt auch so. Wirkt verschwendet, ne? Wir schwimmen einfach mal nach rechts rüber. In allerhöchster Geschwindigkeit. Wir müssen, glaube ich, auch noch ein bisschen nach oben. Ich glaube, die Höhle ist so auf 80 Meter oder so gewesen. Den können wir mit der Harpune platt machen. Ich möchte ihn gar nicht haben. Okay, machen wir trotzdem, dann ist er wenigstens weg. Und dich ballern wir dann ab.
auch nicht. Vielleicht schwimmen wir auch einfach an ihm vorbei. Ich mach das Ding da unten jetzt nicht auf. Ich habe keinen Bock, dass da wieder Miso drin ist und ich mich ärgere. Alter, er hat aber auch einen Winkel drauf, ne? Ach, da ist die Höhle. Okay. Passt eigentlich. Mal gucken wir, ob wir das so einfach mitnehmen können. Oder ob wir dann Platz machen müssen. Ich befürchte fast, dass wir Platz machen müssen, obwohl es ein Quest-Item ist, weil das Mikro hat auch was gewogen. Convenient, ne? Ja, bisschen schwer. Dann lass uns mal. Die Muscheln reichen nicht, die wegzuschmeißen. Die blauen behalte ich mal. Glas kommt raus. Fragment kommt auch raus. Kann das Mikrofon rausschmeißen? Nein, okay, das geht nicht. Das geht nicht. Fuck, immer noch zu viel. Okay. Gut, ich habe alle Materialien. Ich sollte jetzt in der Lage sein, den Seevölkerbesetzer anzufertigen. Ich sollte Dr. Bacon bringen. Okay. 2 Kilo hat das gewogen. Ja, gut. Lass uns mal nach oben gehen, auch wenn das gerade wehgetan hat, den guten Sushi-Fisch wegzuschmeißen. So, raus da. Bin gerade hier an meinen Mückenstichen kratzen, ey. Ich bin jetzt die letzten 2 Wochenenden bei meiner Mutter gewesen, auf Besuch. Einmal 1 Nacht und einmal 2 Nächte. Alter, ich hab so viele Mückenstiche abgebekommen, das ist nicht mehr feierlich. Und ohne es zu übertreiben, das sind zwischen 50 und 100. Und das sind nicht normale Mückenstiche, sondern das sind so Mückenstiche, die gehen auch nicht so schnell weg. Und die spürst du nicht beim Stechen, die hast du dann einfach danach irgendwann. Bei normalen Mücken, das spürst du ja beim Stechen, ne? Aber die da, oh, absolut nicht. Absolut nicht. Wow, du musstest einen Haufen Objekte, Orte abklappern, aber du hast alles gefunden, das nenne ich Glück. Damit werde ich versuchen, in meinem Labor einen Übersetzer zu bauen. Oh, ja. Ich werde etwas Zeit dafür benötigen. In der Zwischenzeit kannst du deinen Geschäften nachgehen. Dankeschön. Ich melde mich bald wieder. Kein Ding, Dr. Bacon. Und weil wir keine Pause gemacht haben zwischen den Folgen, also ich zumindest nicht, ich brauche was zu trinken. Hat man, glaube ich, gerade gemerkt. Tintenfischarmband, okay. Benutze L, um eine kurze Strecke zu sprinten. Okay. Dabei wird kein Sauerstoff verbraucht, aber die Anzeige muss sich wieder auffüllen. Das ist ja super nice. Okay. Dave, bist du beschäftigt? Nö, warum? Wir haben einen seltsamen Gast an der Sushi-Bar. Könntest du einen Moment rüberkommen? Das kann ich als Manager nicht ignorieren. Ich komme sofort rüber. Als Manager? Ein lauter Gast. Bitte lass es ein Hund sein. Bitte lass es einen Hund sein. Das wäre so gut. Wir liefern schon mal so ein paar Teile ab. Alles, was wir abliefern können. Uns fehlt eine fucking Muschel. Ich gehe jetzt schon mal hier hin und das ist eh ausgerüstet. Okay, das wird aber einfach überschrieben, oder was? Okay, dann gehen wir halt eben auf Vollsprint. Und ich glaube, ich werde auch... So,
Wir haben kein Eisenerz. Okay, sonst hätte ich jetzt einen Sniper gebaut. Gut, dann nicht. So ist bei den Anrufen... Ach, Udo. Wieso sollen wir ihn denn anrufen? Warum ist... Also das ist einfach nur die neue Nummer. Geht nicht an, oder? Ja, okay. Passt schon. Dann lass uns mal den lauten Gast begutachten. Oh. Es ist auf jeden Fall kein Hund. So viel ist sicher. Wir haben keine Flammen. Hi. Otto. Hä? Wer wagt es, mich zu stören? Ja, tut mir leid, wir haben noch nicht geöffnet. Du kannst nicht so einfach reinkommen. Na, wenn du mal nicht streng bist. Ich habe nur ein paar Worte geäußert. Ich war schon lange nicht mehr am Strand und das weckt alte Erinnerungen. Ich war ein großartiger Taucher, bevor ich eine Harpune ins Knie bekam. Oh, ja, kein Fall, sondern eine Harpune. Du warst also ein Taucher. Ich bin auch ein Taucher. Ah, dann kennst du sicher den Traum des Tauchers, in allen Meeren der Welt zu schwimmen. Korallenwälder, Pottwalherden, Kämpfe um Leben und Tod mit Tigerhaien. Ja, das haben wir auch schon hinter uns. Ach, da fällt mir ein Gericht ein, das ich sehr gerne essen würde. Oh, welches? Als ich klein war, war in meinem Fischerdorf das Muränencurry berühmt. Ich kann den Geschmack einfach nicht vergessen. Wenn du vielleicht dieses Gericht zubereiten könntest, ich werde dir ein schönes Geschenk machen. Bringt er uns bald, wie man Moränen aus dem Felsen zieht? Muränencurry? Moränen verstecken sich zwischen den Felsen, was es schwierig macht, sie zu fangen. Wie kommt man an eine ran? Ah, du weißt, wie man taucht, aber von Ökologie hast du nicht so viel Ahnung, was? Muränen sind nachtaktiv und kommen nur nachts raus. Besitzt du Ausrüstung zum Nachttauchen? Nachttauchen nicht, Nacktauchen schon, ja, aber das will keiner sehen mit Dave. Ich habe kürzlich eine Taschenlampe bekommen. Das sollte erstmal genügen! Ich habe gerade meinen Finger gehoben, wie so ein Lehrer. Muränen sind nachtaktiv, bitte geh nachttauchen und fang eine Muräne, um meinen Wunsch zu erfüllen. Ich bin lange nicht mehr nachts tauchen gewesen. Vielleicht versuche ich's mal. Okay, du kannst jetzt einmal pro Nacht tauchen. In der Nacht sind viele garstige, nachtaktive Fische unterwegs, aber du wirst auch exotischen Fischen begegnen. Achte stets auf die Öffnungszeichen der Sushi-Bar. Okay, krass. 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 So. Dann werden wir hier mal mit den Rotbarben das Zeug hier alles möglich... veredeln. Wir ver... Okay, ich sag dir, hab ich ja Scheiße gebaut. Aber das erste jeden Tag ist immer mit sowas hier. Das ist so gut, wie der die Finger da wegnimmt noch, ne? Komm, wir veredeln ohne Rücksicht auf Verluste. Du bist neu, was bist du? Das ist, ach, das Kragenhai-Sushi. Ja, auf 84 Aroma geboostet, das ist krass. Du bist auch neu. Ja, die ganzen neuen Sachen sind halt vom Aroma her noch nicht so geil. Dann machen wir das mal über den Preis. 136. 292 ist aber auch krasser Scheiß, ne? Das ist unser Eyecatcher. 10 davon machen wir auch. 2 hiervon. 2 davon. Und 1 hiervon. Oh. Und 2 davon. Okay, passt. Das Autosupply ist, glaube ich... dafür da, wenn du sagst, oh, 11, ich bin mir nicht sicher. Ich mach da lieber nur 5 hin. Und wenn du dann Autosupply machst, dass das dann weitergeführt wird. Aber ich bin mir absolut nicht sicher. Bin mir nicht sicher. Wir öffnen erstmal. Und das mit dem Bier eingießen, müssen wir dann auch noch irgendwie üben. Im Real Life kann ich das, aber... Okay, du kümmerst dich um den Tee. Wasabi ist schon ordentlich runtergegangen. Okay, perfekt. Ich glaube, wir füllen Wasabi schon mal auf. Ich glaube, wir
kümmern uns eher um Getränke und sowas. Und um Bier. Okay, pass auf. 20% Schaum. Das zählt erst gut. Aber wie willst du das denn großartig noch anders machen? Oh, wir haben nur noch 3 Teile auf der Karte. Aber... Okay, nur noch ein Tisch. Wir brauchen... Ups, das war etwas falsch. Wir brauchen neue Sachen. Zumindest so ein bisschen. Dann nehmen wir 3 hiervon. Okay, wir haben noch 1 da. Wir haben nichts mehr da. Ja, davon können wir zum Beispiel 20 machen. Ich mache jetzt hier mal 2 dazu. Und mach hier Autosupply. Mal gucken, ob das dann einfach weitergemacht wird. Ja, läuft eigentlich, ne? Der Abend ist noch jung, aber niemand möchte mehr Zeug bestellen. Schade eigentlich. Hätte ich die 2 auch nicht mehr gebraucht. Aber gut. Davon haben wir ja noch 18 weitere dann. Nice, 2000 Nettogewinn. Holy fuck. Nicht schlecht. Hey, Dr. Bacon, eine Nacht und schon fertig oder was? Ich habe versucht, das allein zu schaffen, aber es war zu schwierig. Ich habe mir ein bisschen Hilfe von Duff beschafft. Dank seiner Hilfe können wir deine Worte nun auch in die Sprache des Seevolks übersetzen. Wow, ich bin auch neugierig, was sie zu sagen haben. Erst muss ich mich wieder zum Standort des Seevolks zurückbegeben. So. Das wird spannend. Hey Duff, worum geht's? Ich habe Zeit mit Leas Chan verbracht und in Ruhe nachgedacht. Und dabei wurde mir klar, dass ein Meister von Ehre anderen das zurückgibt, was sie ihm gegeben haben. Sag mal, Dave, bist du zufrieden mit deinen Waffen? Oh, Upgrades? Sie sind in Ordnung, sie könnten aber stärker sein. Dann ist es wohl Zeit, dass ich ins Spiel komme, sozusagen. Ich kann dir dabei helfen, deine Waffen zu verbessern. Sie verbessern? Und wie machst du das? Naja, ich verstärke sie. Oder baue diverse Extras in sie ein, wie Gift oder Stromeinheiten. Aber es gibt da eine wichtige Sache zu bedenken. Nur Waffen, die hergestellt wurden, können verbessert werden. Aber das hast du dir vielleicht schon denken können. Ja, verstehe. Waffenverbesserung, das klingt ziemlich nützlich. Duff, du bist cooler, als ich gedacht hatte. Was soll das denn heißen? Ich versuche doch nie, der beste Meister für Leas Chan zu sein. Ich glaube, ich habe dir eine adäquate Erklärung gegeben. Jetzt kehre ich wieder in meine Feenwelt zurück. Auf Nimmerwiedersehen. Ja, mach's gut. Dafür brauchst du dann wahrscheinlich die ganzen Erze und so. Du kannst deine Schusswaffen jetzt in Duffs Waffenland verbessern. Sammle unterschiedliche Materialien und Waffenfragmente und verstärke deine Waffen. Okay. Gucken wir uns gleich mal an, nachdem wir hier mal reingeguckt haben. Streamings. Sieh mal, ich esse Tiefsee-Sushi. Tiefseefisch. Okay. Bams. Like. Das ist Sushi, aber mit Flügeln. Nur 5 Likes? Come on. So prall und ölig. Oh. Bancho. Ich habe gelernt, er heißt Bancho. Angeblich. Ja, mal gucken. Wir bei Banchos Sushi Bar halten hier eine Katze. Momo sitzt niemals still. Bancho Sushi Bar verwenden wir nur den hochwertigsten Wasabi. Ja, Wasabi, dieser richtige, ist extrem teuer. Okay, bevor den Shitstorm losgeht, gleich für die Katze. Für Platin müssen wir aber auch noch ordentlich zulegen, ne? Holy. Holy. Also, gucken wir mal in den Waffenladen. Ach, X ist Upgrade. Okay. Auch nur die du schon einmal hergestellt hast. Ich sag das unter... Dann haben wir die Dreifachachsel. Dann kannst du hier sagen, du erhöhst den Schaden von 11,33 auf 14 bis 56. Ach, das ist eine Vierfachachsel. Okay.
Oder ist hier noch Feuer dazu? 60% Feuerschaden zusätzlich zum Basisschaden. Dann hast du hier als Betäubung. Das ist halt auch nicht verkehrt, ne? Dann hier dreifach Gift, Blitz und Schock. Okay, das macht Lähmung, das macht extra Schaden. Also, da kannst du dich ja ausleben wie solche, ne? Kannst dich ja ausleben. Holy. Was gäbe es denn hier beim Unterwassergewehr? Einfach nur mehr Damage, 35. Ich glaube... Aber gibt es hier eine Magazinerweiterung? Na gut, das wäre dann auf 4. Ja, ja. Gucken wir erstmal, dass wir Eisenerz vielleicht mitnehmen demnächst, um da was zu basteln. Dann im Eye-Diver. Definitiv mehr Kapazität. Mehr Tiefe brauchen wir eigentlich nicht. Dann Ach, das ist das Fotoalbum, okay. Genau, Marinka wollte ich gucken. Am Grund. Also es geht schon aber nicht unbedingt tiefer. 36 hier, 56 da, 47 dort. Also haben wir auch noch die Hälfte nicht gesehen, ne? An der Oberfläche. Vielleicht, weil das so nachtaktive Teile sind. So, was hast du für uns? Tintenbombe. Zünde eine Tintenbombe, die eine Tintenwolke erzeugt. Dave kann von Feinden nicht entdeckt werden, während er in der Tintenwolke ist. Feinde, die von Tinte umhüllt sind, können ebenfalls nicht mehr entdeckt werden. Okay. Nö, nehmen wir mal 10 Kilo extra mit. Und verkaufen. Achso, wir haben hier zwei Dreifachachseln. Ja, ich dachte vielleicht, dass man die dann irgendwie verschmelzen kann oder so. War nicht der Fall. Der Goldpreis steigt auch nicht. Eine rosa Muschel brauchen wir noch. Ein paar Agar-Agar. Ein paar Fossilien. Puh, okay. Wir gehen auf jeden Fall demnächst Nachtfischen. Nächste Folge. Leute, macht's gut, bis dann und ciao.